Symbolisch wird heute der Scheck über 50.000 Euro an das Mercator-Gymnasium Duisburg übergeben. Gesammelt wurde das Geld vom Lions Club Duisburg. Der Verein will sich dafür einsetzen, die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler fürs Homeschooling zu verbessern. Und das Geld für die Kinder kam schnell zusammen. Wir haben es innerhalb von 4 Wochen geschafft, 50.000 Euro einzusammeln bei Duisburger Firmen, bei Privatpersonen. Und da war heute der große Tag der ersten Pressekonferenz, der ersten Überreichung dieses Projektes. Und darauf sind wir auch total stolz. Und unsere Sponsoren waren ja heute zum Teil auch hier, damit man wirklich werbewirksam da auch mal drüber sprechen kann. Mit der Summe sollen die Schülerinnen und Schüler unter anderem mit Tablets ausgestattet werden. Doch nicht nur das. Denn oftmals scheitert es bei den meisten schon an der Internetverbindung. Teilweise sowohl in den Schulen als auch zu Hause gar keine WLAN-Verbindung ist und oder halt vorhanden ist. Und da haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir halt jetzt wirklich auch sagen, okay, wir müssen halt WLAN-Ports bereitstellen, sodass die Technik auch genutzt werden kann. Und das ist unsere erste Tranche, die wir dann wirklich dann auch dementsprechend dort einsetzen möchten, dass dann halt mehr Geräte in den Umlauf kommen, sodass dann die Kinder auch dann lernen können. Stellvertretend für alle Duisburger Schulen nahm die Direktorin des Mercator-Gymnasiums den Scheck entgegen. Denn vor allem während der Corona-Pandemie sind die Voraussetzungen der Schüler ungerechter denn je. Dass das Thema Ausstattung da eine Rolle spielt, dass das Thema WLAN-Versorgung für unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur am Mercator-Gymnasium, sondern an einigen Schulformen, Gott sei Dank in Duisburg, gewährleistet werden kann, ist eine ganz großartige Sache. Wir sind am Fuße eines sehr besonderen Schuljahres, wo eine Menge an Kreativität zur Verfügung gestellt wurde, wo eine Menge an Arbeitskraft in Schulen von allen Beteiligten hergestellt wurde, aber wo man eben auch merkte, es hakt manchmal in Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der WLAN-Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler zu Hause. Für diesen Anlass haben sich in kurzer Zeit einige Duisburger Unternehmen und Privatpersonen zusammengetan, um für gleiche Voraussetzungen bei allen Schülerinnen und Schülern zu sorgen. Und das soll nur der erste Schritt sein. Ich finde die Spendenaktion klasse und das, was wir eben auch besprochen haben, es ist ein Anfang. Definitiv bin ich sehr sicher, dass es weitergehen wird, dass noch sehr viele andere Unternehmen und Institutionen sich da mit dazu fügen und auch Geld geben, weil es ist nicht mit einmal gebe ich jetzt einen Scheck gemacht, sondern es ist etwas, was uns alle betrifft und auch fortgesetzt werden sollte und wird. Ja, dann viel Spaß, ne? Genau, viel Erfolg.